Ja, ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter und heute würden wir gerne noch mal ein paar Dinge zum Client-Portal Ihnen zeigen, wie man auch dort, sage ich mal, einen Mehrwert rausfindet oder auch dort direkt dann dementsprechend handeln kann. Wir hatten beim letzten Video, wo es speziell um CFDs ging, Ihnen mal gezeigt, dass man dann die Listen, die Sie anlegen, ob das jetzt in Ihrer Mobile-App ist oder auch auf der TBS-Plattform, natürlich dann auch ganz genauso aufrufen können in Ihren anderen Applikationen, also sprich hier im Client-Portal. Erstmal ganz normal gehe ich in der Regel hier auf Portfolio, wo meine Werte, entweder die ich heute gehandelt habe oder die jetzt noch aktuell vorhanden sind, mir dementsprechend angezeigt werden. Sie können dann auch hier ganz elegant im Bereich Performance sich mal Ihre Performance des letzten Jahres oder auch über einen längeren Zeitraum hier mit anschauen. Wir können da vielleicht mal auf Year to Date gehen, dass wir mal sehen, was ist denn seit Anfang des Jahres passiert. Das lief dieses Jahr wie der gesamte Markt recht gut. Man muss natürlich hier dazu sagen, das sind Optionstrades. Mit Aktientrades wird es wahrscheinlich in dem Bereich, in dem prozentualen Bereich in so einer kurzen Zeit etwas schwieriger. Ansonsten, wenn Sie dann direkt handeln wollen, hier können Sie natürlich Ihre Positionen schließen, die jetzt offen sind. Das heißt, das funktioniert auch recht simpel. Wenn ich den Wert anklicke, kommt hier alles, was wichtig ist, wie viel mein Tagesgewinn ist, wie viel mein insgesamter Gewinn und Verlust hier ist. Und natürlich auch hier sollte in der Regel der Chart erscheinen. Hier kann ich dann die Position direkt schließen oder über Buy and Sell meine dementsprechenden Informationen hier abrufen. Im nächsten Schritt, wenn man die, ach, das ist jetzt schon der Put, deswegen kommt der Chart nicht. Wenn man jetzt hier eine Aktie hat, wir können ja mal auf eine Aktie vielleicht gehen. Jetzt haben wir hier Apple. Ja, jetzt haben wir hier als Beispiel Facebook. Dann sehen Sie jetzt auch den Aktienchart, können auch rein theoretisch direkt aus dem Aktienchart raus handeln. Das heißt, man hat auch hier die Möglichkeit, Buy oder Sell Orders direkt dann noch mit anzupassen. Ansonsten, wenn Sie hier auf Buy klicken, haben Sie die gleichen Auswahlmöglichkeiten in der Regel wie in der TWS oder auf Ihrer Mobile-App. Und ganz interessant, hier kann man es auch einzeln auswählen, Profit, Taker und Stop-Loss mit zu aktivieren. Je nachdem, wenn Sie sagen, mir reicht ein Stop-Loss, weil ich das Ganze laufen lassen will, dann genügt natürlich hier dementsprechend nur den Stop-Loss zu setzen. Aber das ist recht einfach, recht simpel, auch für jemanden, der vielleicht von der Trader Workstation als Plattform am Anfang etwas erschlagen ist, finde ich diese Variante entweder jetzt über die mobile App oder halt hier im Client-Portal, muss ich sagen, die etwas elegantere, weil es einfach zu überblicken ist. Und wo wir gerade schon drauf zu sprechen gekommen sind, ist die Watchlist. Das heißt, wir hatten im letzten Video mal so eine Watchlist angelegt zu CFDs. Da haben wir jetzt zum Beispiel diese Werte. Bei Apple ist jetzt zweimal drin, einmal als CFD, einmal als Aktie. Das macht es für mich in der Regel immer etwas einfacher, die Listen außerhalb dieses Bereiches in der Trader Workstation anzulegen und dann kann ich hier auch direkt in diesen Listen dementsprechend arbeiten. Kann natürlich auch meine anderen Listen, die schon angelegt sind, hier entsprechend mit aufrufen und finde diese Arbeitsweise, glaube ich, insgesamt recht vorteilhaft. Wenn Sie Werte hinzufügen wollen, dann haben Sie hier mit diesen drei Rechten, mit diesen drei Punkten die Möglichkeit zu sagen, erstmal, Sie können Ihre Liste umbenennen, Sie können hier auch Spalten hinzufügen, weil das ist auch ganz wichtig. Die Informationen, die jetzt hier angegeben sind, sind recht simpel mit dem Wert selbst, Bid und Ask, was ich vielleicht gar nicht in dem Moment so stark benötige. Und hier können Sie dann auch alle weiteren Informationen ähnlich wie in der Trader Workstation mit hinzufügen. Da ist es auch wieder so, manchmal ist weniger etwas mehr. Hier sind wirklich sehr, sehr viele Informationen mit vorhanden. Aber da einfach mal schauen, ob da noch nicht Informationen für Sie noch mit notwendig sind, ob es die Earnings sind, also die Quartalszahlen, ob es andere Dinge sind, die für Sie wichtig sind, was ein 52-Wochen hoch oder tief ist. Man sieht es vielleicht dann später im Chart. Aber das ist immer wichtig, das schon mit in diese Übersichten reinzunehmen, weil man hat natürlich auch dann immer die Möglichkeit zu sagen, ich will das mal einfach nach dieser Größe sortieren.
Einfach mit einem Doppelklick kann ich das nach den Preisen sortieren. Klar, da kommt Amazon ganz oben. Aber wenn Sie jetzt hier andere Instrumente, andere Analysen mit drin haben, einfach die Sortierung mit einem Doppelklick durchführen. Gerade wenn man jetzt mal mehr als 4, 5 Werte drin hat, ist das in der Regel ein einfaches, dann den heute vielleicht am besten performendsten Wert rauszufinden. Bei unseren 5 Werten ist es recht simpel. Da es ist Tesla, die heute mit 2% im Plus sind, aber auch Volumen oder Volumenveränderungen sind natürlich ganz, ganz wichtige Informationen, die man hier auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Tool. Ansonsten auch hier mal so auf die Markets zu schauen, was heute insgesamt die größten Gewinner und Verlierer sind. Auch da immer mal einen Blick mit drauf werfen, auch wie die großen Indizes in Amerika, sprich der S&P, der Dow Jones und die Nasdaq über die letzten Stunden performt haben. Oder auch mal einen Vergleich, das ist glaube ich auch aktuell eine ganz interessante Geschichte zu sehen. Auf 1-Monats-Basis ist es natürlich nach wie vor die Nasdaq, die war aber auch zwischenzeitlich am stärksten im Minus, also hat generell die größten Schwankungen und wie es vielleicht nicht anders zu erwarten war, der Wert, der am wenigsten performt hat im letzten Monat, war der Dow Jones, hat aber auch, glaube ich, insgesamt gesehen so die geringste Schwankungsbreite. Ist am wenigsten nach unten gelaufen, war dieses Jahr, aber diesen Monat nur ganz kurz mal im Minus, wenn man den Beginn des Monats hernimmt. Alle anderen Werte sind dann etwas stärker ins Schwanken geraten. Ich glaube, wenn Sie das auf 1 oder 5 Jahre prüfen, werden Sie auch immer ein ähnliches Bild bekommen. Die Nasdaq ist die, die am besten performt. Hier sieht man auch dann deutlich die Abstände, die sich natürlich dann gerade im letzten Jahr ergeben haben, wo dann die Werte alle wieder recht stark zurückgekommen sind. Also viele einfache Dinge, auch Ihre Reports, die Sie natürlich dann dementsprechend hier Ihre Statements noch abrufen können. Alles das direkt hier oben in diesem Menü, Portfolio, der Anfangspunkt. Und ich glaube, ganz wichtig für mich am Ende immer nochmal ein Blick auf die Orders und Trades, das, was Sie heute erreicht haben und ob Sie auch noch offene Orders haben. Manchmal vergisst man das. Hier ist es in der Regel ganz gut, dass Sie es gezeigt bekommen. Die letzten Orders, die jetzt hier drin waren, sind gecancelt. Das heißt, ich habe jetzt keine aktiven. Ansonsten sehen Sie aber auch hier eine 1. Wir können es auch mal ganz kurz durchspielen, dass wir einfach mal so einen Wert nochmal mit eingehen. Vielleicht verkaufe ich hier einfach nochmal bis morgen eine Put-Option. Nehmen wir mal die 15 Cent. So, ich gebe meinen Preis ein. Submit Order. Das dauert dann etwas. Hier bekommen Sie dann die Meldung, dass die Order übermittelt wurde. In dem Moment können Sie das Fenster auch schließen. Das ist dann hier nicht mehr relevant für Sie. Und jetzt, wie gesagt, Orders und Trades, Sie sehen die 1, dann weiß ich, okay, ist es noch eine offene Order vorhanden. Also das wirklich für Einsteiger, das Modell, was glaube ich übersichtlich ist, leicht zu bedienen. Und im nächsten Schritt kann man ja immer noch mal sagen, man geht mal auf die Trader Workstation Desktop-Variante. Das sind dann noch mehr Dinge möglich, gerade auch komplexere Sachen, sprich, was wir schon angesprochen haben im Optionshandel. Aber die Basics und sag mal, viele nützliche Tools finden Sie im kleinen Portal hier direkt, wo Sie alle Ihre Informationen zu Ihrem Konto haben und auch Ihre Reports und täglichen Statements mit herunterladen. Also das ist auf jeden Fall eine super Sache für den Einstieg, leicht zu bedienen und mit allen Watchlist-Details, die Sie sonst auch in den anderen Plattform anlegen, was es recht einfach macht, das Ganze hier zu bedienen. Ja, das soweit für den Moment. Alles Weitere folgt, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.